Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Nee, heute geht es nicht um den Tesla, den habe ich nur im Bild, um euch ein bisschen zu ärgern, weil einige geschrieben haben, dass ich viel zu viel mit dem neuen Tesla für Videos mache. Nein, heute soll es um ein anderes Thema gehen, denn wir haben verschiedene Kommentare bekommen zum Thema Elektroautos, dass die gar nicht die umweltfreundlichste Lösung sind, sondern dass zum Beispiel Wasserstoffautos viel umweltfreundlicher sind oder sogar ein Auto, das nur mit Salzwasser fährt. Und da habe ich gedacht, ein Auto, das mit Salzwasser fährt, habe ich mich ein bisschen reingelesen und habe gemerkt, ich verstehe davon halt überhaupt nichts. Deswegen habe ich gedacht, ich frage mal jemanden, der möglicherweise was davon versteht. Und den kennt ihr schon aus dem Klimawandel-Video, das ist Professor Gerd mit D. Ganteföhr. Hallo Gerd, und du verstehst was von dieser Flow-Cell-Technologie? Also sagen wir mal so, ich bin ja Physiker und damit kann ich ja relativ viele verschiedene Sachen versuchen zu verstehen, aber das ist der Bereich Elektrochemie, der nicht zu meinem Kernbereich gehört, der gehört eher in die Chemie, aber es ist ja Elektrochemie und Elektro, das ist ja wieder Physik. Den elektrischen Teil verstehe ich und in den chemischen Teil habe ich mich eingearbeitet. Ich kann ja mal versuchen, die Fragen zu beantworten. Vielen Dank erstmal, dass du das gemacht hast, weil das ist ja nicht selbstverständlich. Ne? Ein salzwassergetriebenes Auto, wie kommst du zu diesem Begriff? Also, das ist sowas wie ein Akkumulator und ich glaube, eine Autobatterie ist den Leuten schon eher bekannt. Da drin sind ja Bleiplatten und Schwefelsäure. Und Schwefelsäure ist eine Säure und wenn man Blei reintuckt, dann hat man Bleisulfat, das ist ein Bleisalz. So, und allgemein Batterien, auch diese Batterien von dieser Firma, die dieses neue Elektroauto, das ist im Prinzip heißt Nano Flow Cell, das ist der Patentname, die arbeiten auch mit solchen Säuren, wo irgendwas reingetunkt wird und das sind dann Salz. Salzhaltige, wässrige Lösungen, die man salopp Salzwasser nennen kann. Das ist aber nur die Trägersubstanz, der Energiespeicher. Das sind andere Substanzen, andere Salze, andere Verbindungen, gerne auch Metallverbindungen, die in dem Salzwasser gelöst sind. Und wie entsteht jetzt da drin Energie? Ja, das ist eigentlich, also ganz einfach gesprochen, so eine Art Kondensator. Also Kondensator, das kennt man ja vielleicht aus dem Physikunterricht, da hat man zwei Platten aus Metall, die sich gegenüberstehen und dazwischen ist erstmal gar nichts, also so einfach Luft oder so. Und dann kann man mit die laden, indem man Elektronen von einer Platte auf die andere mit einer Batterie, also Strom, rüberschaufelt. Dann wird die, da wo Elektronen sind, die wird negativ aufgeladen und die andere positiv. Der große Nachteil ist, dass je mehr Ladung da drauf ist, also je mehr Energie, umso höher ist die Spannung, bis es schließlich einen Überschlag gibt. Die nächste Stufe ist dann, dass man zwischen die Platten des Kondensators irgendeine chemische Verbindung tut. Und beim Bleiakkumulator ist es so, dass die beiden Platten, das sind eben Bleiplatten und die schwimmen in Schwefelsäure. Und also Bleiakkumulator ist das, was wir als herkömmliche Batterie auch sehen. Das ist die Grundidee der Batterie. Es sind Bleiplatten in Schwefelsäure und es bildet sich Schwefelsulfat. Und wenn ich da jetzt eine Spannung anlege und Elektronen von einer Seite auf die andere Seite schaufle, dann passieren chemische Umwandlungen. Und zwar auf der einen Seite bildet sich aus dem Bleisulfat, was erstmal einfach ganz normal entstanden ist durch die Reaktion eines Metalls mit der Säure, bildet sich Bleioxid. Und auf der anderen Seite wird metallisches Blei gebildet durch diesen Stromtransport. Und diese Schicht Bleioxid und auch das metallische Blei, die kann ziemlich dick werden. Das ist eine Art eine chemische Energiespeicherung, genauso wie auch eben in Erdgas oder in Benzin. Und wenn man die Batterie entlädt, dann wandelt sich das Bleioxid wieder in Bleisulfat um und das metallische Blei auf der anderen Seite auch in Bleisulfat. Und das ist der Entladeprozess. Das ist also eine chemische Reaktion. Und das Besondere ist, dass der Prozess reversibel ist. Ich kann also die Batterie laden, dann wird aus dem Bleisulfat wieder Bleioxid und ich kann sie wieder entladen, dann wird aus dem Bleioxid wieder Bleisulfat. Und die nehmen dasselbe Prinzip, nur mit nochmal anderen Stoffen. Nee, das Prinzip ist hier noch ein anderes. Das ist eine sogenannte Redox Flow Battery, also eine auf Deutsch heißt das eine Redox-Flussbatterie. Und die funktioniert auch nach dem Akkumulatorprinzip, also wie der Bleiakku, nur die Substanzen, die Energiespeicher, sind alle in Lösung. Das heißt, man hat neben dem eigentlichen Stromgenerator, das ist sowas ähnliches wie eine Batterie, die hat aber vier Leitungen, eine rein, eine raus für das eine, die eine Chemikalie auf dem Pluspol und eine rein, eine raus auf der anderen Seite. Und die werden umgepumpt und es gibt zwei Reservoire, deswegen heißt es auch Bio. Die haben ziemlich viele Liter, glaube ich, 95 Liter oder 120 Liter, also Riesentanks mit zwei Flüssigkeiten. Ja, und die wandeln sich chemisch um, wenn die Batterie entladen oder geladen wird. Und der große Vorteil ist, dass man also diesen ganzen chemischen Kram, der dann bei der Ladung oder Entladung passiert, dass man den entkoppelt von der Energiespeicherung. Die Energie steckt also ganz ähnlich wie beim Benzintank. Allerdings brauchst du zwei Tanks, einen für Plus und einen für Minus, weil es zwei verschiedene chemische Reaktionen sind, steckt in diesen beiden Tanks. Jetzt
ist ja an diesem Prinzip schon relativ lange geforscht worden. Ich glaube schon zig Jahre, wenn nicht noch länger. Die NASA hat sich mal damit beschäftigt. Das klingt ja sehr einleuchtend und wäre ja ganz toll, wenn es funktionieren würde. Aber offensichtlich gab es Schwierigkeiten. Und was sind jetzt die Schwierigkeiten dieser Methode? Da geht es im Wesentlichen darum, welche Flüssigkeiten man nimmt. Die Elektroden sind klar, die sind aus Kohlenstoff. Das ist eine besondere Eigenschaft des Kohlenstoffs. Aber welche Flüssigkeiten? Und da will man vor allen Dingen möglichst keine Metalle drin haben. Und man will keine Giftstoffe wie Bromide oder sowas haben, sondern am besten Lignin zum Beispiel. Das ist eine organische Substanz, das hat was mit Holz zu tun. Hätte ich als Lateiner auch gesagt. Genau. Und der große Nachteil dieser Zellen ist die Energiedichte. Also alle Batterien werden nach Energiedichte pro Liter und Energiedichte pro Kilogramm differenziert. Die typische Energiedichte, nach der sich alle richten, sind die Lithium-Ionen-Batterien und die haben eine Energiedichte von 100 Watt pro Kilogramm. Mhm. Und die Energiedichte von einem Liter Benzin sind 10 Kilowattstunden pro Kilogramm. Das ist ein Faktor 100. Allerdings ist das thermische Energie, die muss man ja nur mit einem bestimmten Wirkungsgrad in elektrische Energie umwandeln, aber es ist ein Faktor 100 höhere Energiedichte rein rechnerisch von der Physik her. Und diese Cell Flow? 10 Watt pro Kilogramm. Also ein Zehntel von dem, was der Lithium-Ionen hat. Und deswegen hat die NASA und viele anderen haben das aufgegeben, jedenfalls für mobile Zwecke. Jetzt gibt es ja diese Firma in der Schweiz und die behaupten ja mehr oder weniger dieses Problem überwunden zu haben. Ja. Was könnte die Lösung sein? Ist es die Lösung, dass sie eine Lösung erfunden haben, die einen anderen Wirkungsgrad oder eine andere Speicherkraft hat? Also ich habe versucht, in der Fachliteratur zu recherchieren und es gab einen relativ neuen Übersichtsartikel, dass es eine ganze Menge Firmen, also ich glaube so ungefähr 15 gibt, die arbeiten an solchen Flusszellenakkumulatoren, aber sie sagen alle, dass es maximal 20 Wattstunden pro Kilogramm sind, also viel weniger als Lithium-Ionen-Batterien. Mhm. Diese Firma in der Schweiz behauptet, dass sie mindestens die Energiedichte hat der Lithium-Ionen-Batterien. Es gibt eine einzelne Information, da hat der Besitzer der Firma gesagt, Faktor 5 mehr als Lithium-Ionen. Und da haben wir ein Problem in der grundsätzlichen Vorstellung, habe ich da, zwischen flüssig und fest. Wenn man eine wässrige Lösung hat, hat man immer weniger von der Energieträgersubstanz, das sind eben diese Salze, als die wässrige Lösung. Also in einem Liter Wasser kann ich ja nicht 5 Kilogramm Salz lösen. Die Lösigkeit ist begrenzt. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass ein solcher Akkumulator eine höhere oder vergleichbare Energiedichte hat, als eine Lithium-Ionen-Batterie, die heute der Standard ist. Ich glaube, diese aktuellen Prototypen, die Sie haben, fahren, glaube ich, so 80 Stundenkilometer oder so. Also sowas hat man tatsächlich schon mal gesehen. Von allem anderen haben Sie, glaube ich, nur geredet bis jetzt. Ich kann nur erzählen, dass ich einen Artikel über diesen Besitzer gelesen habe, das ist schon ein bisschen her, Nunzio Lavecchia. Und er hat 2009 behauptet, er hat ein Solarauto. Das war also vor dem Batterieauto. Ein Solarauto, wo die ganze Verkleidung einen neuen Typus von Dünnschicht-Solarzelle hat. Und die sollte 50% Wirkungsgrad haben. Das ist physikalisch unmöglich. Und das Auto hat es auch nie gegeben. Also du willst damit sagen, dass es auch durchaus sein kann, dass er es nicht wirklich der Realität entspricht? Also es widerspricht allem, was ich über Physik und Chemie verstehe. Und es gibt ganz viele Leute, die auch an diesem Akkumulator-Typ mit zwei Flüssigkeiten forschen. Aber niemand sagt irgendetwas über 20 Wattstunden pro Kilogramm an Energiedichte. Mal angenommen, es gäbe diese Lösung und es man könnte damit fahren. Haben wir gerade schon über die Vorteile gesprochen natürlich. Es gäbe wenig Abfall sozusagen für die Umwelt möglicherweise, je nachdem, was für Lösungen man da hat. Ne? Also es könnten eigentlich keine harmlosen Lösungen sein. Also harmlos im Sinne von energiearm, weil sie müssen ja diese Energiemenge in Kilowattstunden enthalten. Also das geht chemisch nicht, dass du eine Substanz hast, die überhaupt keine Reaktion und gar nichts macht, aber ganz viel Energie enthält. Mhm. Also die muss ja irgendwie reaktiv sein, also die beiden Flüssigkeiten. Und er verrät eben nicht, welche Stoffpaare es sind. Mhm. Und wenn er es nicht sagt, was es ist, kann man es nicht überprüfen. Und ich weiß eben nicht, was das Endprodukt ist. Also beim entladenen Bleiakkumulator entsteht eben Schwefelsäure. Also irgendwas muss entstehen. Und er behauptet nur, dass die Endprodukte bei einer entladenen Zelle, dass die eben harmlos und nicht gesund schädlich und gut für die Umwelt sind. Aber er sagt nicht, welche. Dieses Prinzip könnte durchaus auch funktionieren, aber dann eben Stoffe am Schluss produzieren, die nicht
ungefährlich sind. Und das andere Problem ist jetzt, ich glaube, ich würde mir, so wie du jetzt, so ein Elektroauto kaufen, weil ich das zu Hause laden kann. Hm, das wäre nämlich die Frage, welche Infrastruktur wäre dafür notwendig? Ja, da muss ich ja schon wieder an eine Tankstelle fahren und jetzt nicht eine Flüssigkeit tanken, so wie beim Benzin, sondern zwei. Dafür bräuchte es dann erstmal ein Tankstellensystem. Ja, also man müsste ein ganz neues Tankstellensystem aufbauen, aber das würde man nur machen, wenn die Energiedichten, die man behauptet, die hat, also vergleichbar mit Lithium-Ionen, wenn man die tatsächlich erreicht. Aber selbst wenn es die gleiche Energiedichte wie im Lithium-Ionen, also dem normalen Akku, der in jedem Laptop und den Batterien, in den Kameras und sonst wo drin ist, selbst wenn man die erreichen würde damit, würde man immer noch eine Lithium-Ionen-Batterie bevorzugen, weil man die zu Hause laden kann. Also ich habe jedenfalls jetzt einen ersten Eindruck, ein erstes Verständnis, auch als Laie, davon, wie sowas funktionieren könnte, was die Schwierigkeiten sind. Die Frage nach deiner persönlichen Einschätzung brauche ich nicht mehr stellen. Die hast du im Grunde schon geliefert. Ja, super interessant. Was immer wieder in den Kommentaren erwähnt wurde, war natürlich das Thema Wasserstoffauto. Insofern glaube ich, dass das unser nächstes Gespräch sein wird. Zum Thema Wasserstoffauto, das hat euch auch sehr interessiert schon in der Vergangenheit. Ich hoffe, euch hat dieses Interview Spaß gemacht und geht auch auf seinen Kanal Grenzen des Wissens. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann, euer Dieser Dad. Und tschüss.